Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück in Walters Haus. Ihr seht ja Walter hier, den ich da ausgegraben habe in der letzten Folge. Was ist passiert zuletzt? Also wir sind in Savannah angekommen und durch die Straßen gelaufen. War ganz menschenleer, richtig unheimlich, keine Menschenseele zu sehen. Dann sind wir so ein bisschen gelaufen. Der Omid hier, seht ihr schon, der liegt schon wieder halb in den letzten Zügen. Kaum kommt aus dem Zug, liegt in den letzten Zügen. Auf jeden Fall, wir laufen da durch die Straßen und dann hört man schon Dong. Dong. Das Totenglöcklein für uns wurde bereits geläutet. Und dann sehen wir da irgend so einen Schatten übers Dach rennen. Gleich darauf geht's Funkern. Ja, wir sollen verduften da. Da hat einer gewarnt übers Funk. Und dann, da waren sie dann auch schon da, oder? Die Fauligen, ne? Große Mengen, also bereits viel mehr als in den letzten Episoden. Da waren es dann manchmal so 1, 2, 3, wobei da kommen dann plötzlich immer 20. Aber die haben hier gleich mit 20 angefangen. Also hier, das Level steigert sich anscheinend. Und Clem kam in Bedrängnis, der Kenny und der Ben hat nicht geholfen, der stand daneben, hat Schiss gekriegt, ist davon gerannt. Kenny ist auf die Schnauze gefallen, wurde am Bein gepackt, aber nicht gebissen. Oh Wunder, ich habe schon gedacht, er wird jetzt wieder gebissen. Und weil er Bender weggerannt ist von der Clem und nicht geholfen hat, habe ich da ein paar weggeballert von den Zombies. Den einen konnte ich gar nicht töten. Da habe ich zweimal im Kopf getroffen, der stand irgendwie immer noch da. Ich weiß auch nicht, der hat vielleicht eine Metallplatte im Schädel oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Gehirn ging nicht kaputt. Und dann kam dann Chuck angerannt, also der Candyman, und hat ihm die Schaufel ins Herz gerammt. Und dann gleich den Kopf weg, oder? Soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, wir sollen gehen. Und ich glaub's ja nicht, die ganze Gruppe ist weggerannt und hat ihn einfach da stehen lassen. Umringt von Unmengen von Beißern. Ich dachte, was ist das für eine Scheißgruppe wieder? Also wenn ich da mal allein stehen bleib, dann lasst mich einfach allein oder was? Also, Kacke! Auf jeden Fall, wir haben es dann geschafft, irgendwie einen Hauseingang, also in so ein, so eine Einfahrt und sind dann in den ummauerten Garten rein. Da haben wir dann nach dem Eingang gesucht und es war eine ganz lustige Szene, ganz witzig. Dann habe ich da eine Hundeklappe gefunden. Erst dachte ich, ja, wo ist der blöde Hund, oder? Der muss doch irgendwo sein, der blöde Hund. Der war dann auch da, aber nicht da, wo ich gedacht habe. Nee. Die Hütte war da. Und ich rufe nach dem Hund. Lassie, Wuffi, Bello. Ah, nix, kein Hund da. Die ganze Zeit, wo ich so rufe, denke ich, ja, da drin ist doch Grab. Haben die den Hund da drin verscharrt? Das war dann auch so. Okay. Weil kurz vorher habe ich noch eine Schaufel gesehen. Da dachte ich, jetzt muss ich jetzt den Omid da zuschütten dann irgendwann, weil der jetzt gleich wieder einen Löffel abgibt. Ich habe schon eine ganze Sammlung von Löffeln, von all den Toten hier. Und es ist ja unglaublich, wie hier gestorben wird. Auf jeden Fall habe ich den da ausgegraben. Und dann hat Kenny, glaube ich, was. Nee, Omid war's. Hat gesagt, ja, das wäre so ein Funkauslöser-Halsband für die Hundeklappe. Und dann packe ich den so am Halsband und ich dachte schon, der fällt bestimmt wieder auseinander. Und ja, natürlich, klar, der Hund fällt der Kopf wieder ab und war so ein richtig ekliges Vieh. Und ich dachte auch jeden Moment, das ist so ein Zombie-Hund und der beißt mich jetzt gleich. Und also richtig übel war das wieder schon. Also nicht so schlimm wie sonst, aber richtig übel. Und als sie die ganze Gruppe hat auch gesagt, ja, stinkt wie Sau das Vieh. Oder nach dem Ausgraben. Das war auch noch ganz witzig, aber das Beste kommt noch. Und zwar, ich da klopf mal ans Fenster mit diesem schön schweren Universalschlüssel, oder? Dann dachte ich, er ist ja universal, vielleicht kann ich aufs Fenster einkloppen oder Türe oder eben Hundeklappe. Hat natürlich nicht funktioniert, wer hätte es anders gedacht. Auf jeden Fall gucke ich auf die Klappe, da macht es plötzlich Fitz und dann ist die Clementine natürlich. Also es ist wirklich echt lustig, die Szene, die muss man sich angucken. Das muss man gesehen haben, das ist wirklich scheiß lustig gemacht. Dann flitzt die da rein und wie ein Hund halt, oder? Zack, war sie drin. Und dann dachte ich, jetzt macht's gleich Klick. Ich kenne ja die Clementine langsam. Die kriegt ja irgendwie alles auf. Die macht uns ja immer irgendwo die Türen auf. Und dann kommt sie raus, hebt so die Hände, macht tada! Das ist wirklich so cool. Und überhaupt habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, also die Kinder hier, die sind super gemacht. Also sie sind sowas von glaubhaft. Und ja, jetzt sind wir halt hier drin. Ich kann es ja euch ganz kurz zeigen. Das dauert ja nicht lang. Jetzt hört man ihn übrigens auflaufen. Hört ihr's? In der letzten Folge habe ich gar nichts gehört. Jetzt hört man seine Schritte. So richtig laut sogar. Ah ja, genau, dann wollte ich noch Walters Rice, Natural Vegetable Rice, also sein
Wie soll ich sagen, seinen. Ja, ich wollte halt Walter Casimir oder Lessie Casimir Reis draus machen, war aber nichts, weil. Kein Wasser, keine Mikrowelle und leerer Kühlschrank. Ja, wie sieht's auch wieder so ein geiles Auge hier ansehen? Kühlschrank, guck mal, sagt er dann leer. Sagst du Well gar. cleaned out. Ist super, oder? Also, ich seh's ja, ist ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht verkaufen sie da Popcorn drin, wenn er zu ist. Keine Ahnung, muss man wahrscheinlich zumachen oder so erst. Keine Ahnung, für was dieses Auge gut ist, aber das kennt ihr ja schon von mir aus. Also ich finde das irgendwie manchmal recht seltsam mit diesen Augen hier. Ach, und hier ist auch Walter, guck mal, mein Dog Walter. Mittlerweile sieht er ein bisschen scheiße aus, aber vielleicht kann ich ihn ja nochmal zeichnen, oder die Clem kann ihn ja nochmal zeichnen. Oder damit er ein bisschen real, ein bisschen naturgetreuer rüberkommt. Naja, auf jeden Fall, ich muss hier mal raus. Und hier ist eben auch dieses Futter, aber wie soll ich hätte sie mir verfüttert, weil der arme Kerl hat ja seit. Sind in der vierten Episode. Der Kerl hat immer noch nichts gegessen. Dachte ich, ja, nimm doch mal. Besser als gar nichts. Auch wenn man hier sitzt, sieht man gut rein. Der Beutel ist wahrscheinlich wirklich leer. Aber er will I'm not nicht. that hungry. Besides, I need to finish checking the downstairs. Also, irgendwie scheint er keinen Hunger zu haben. Egal, ich weiß nicht, ich habe schon mal vermutet, vielleicht ist er ein Asket oder so. Keine Ahnung. Er scheint das ganz gut wegzustecken, dass er nichts zu beißen hat. Sehe ich auch. Da geht es immer noch weiter. Da war ich doch gar nicht. Hier hochsteppen. Kann hier noch steppen, nicht nur walken. Hier kann man auch auf Stepper. Hier kann ich auch rein. Mal gucken noch schnell, ob ich da noch was finde hier drüben. Hier gibt's. Es kam wahrscheinlich bestimmt wieder aus Plastik. Kennt ihr ja schon von Clems Haus. Ist ja so schwer verdaulich. Ist es wirklich. Ah, das sind Blumen. Jetzt ich dachte, das wäre wieder so ein Fake-Früchteschale da. So. Jetzt habe ich euch mal schnell die Räumlichkeiten hier gezeigt. Also das, was ich kenne. Und diese Familie hier, die hat wohl da drin gewohnt vorher. Da seht ihr auch Walter nochmal. Eine hübsche Familie so. Ich hoffe wirklich, dass die nicht irgendwie hier oben da, wie soll ich es, am Walken oder am Steppen sind. Irgendwie. Hier steppt doch der Bär. Also, ich vermute, wenn ich jetzt irgendeine dieser Türen öffne, dass dann hier der Bär steppt. Also, gehe ich wirklich von aus. Also, ich gehe hier mal rein. Ja, Lee vermutet das auch. Ich sehe schon. Gucken. Ja, jetzt fällt er mich von oben. Wo kommt er? All clear in here. Bist du sicher? Ich weiß nicht, Lee. Ist doch wie mit diesem komischen, wo wir die Lötlampe geholt haben. Plötzlich stand erst reingucken, war keiner da, oder? Ich habe überall hingeguckt, keiner war da. Und dann drehe ich mich weg. Also wenn ich jetzt so mache und nochmal aufmache, dann fällt er mich wieder an, oder? Ich kenne doch das langsam, wie das hier geht. Gucken hier auch mal gleich reingucken. Kanare ziehen, komm. Genau. Gut, Lee, du hast schon dazugelernt. Ich sehe schon. Zack. Ah. Nothing hiding in here. Hey, hier kannst du mal aufs Klo endlich. Just one more to check. Hast du ein einziges Klo? Das muss aber reichen. Jetzt kann ich gar nicht mehr rein. Jetzt hätte ich gleich pischern sollen. Ah, tut mir jetzt leid, Lee. Das tut mir jetzt wirklich leid. Das wollte ich nicht. Du kannst ja vielleicht die. Nein, da bist du zu klein, sonst könntest du in die Vase pinkeln. Aber die sind ja wieder alle da hier. Hey guys. How's the house looking? Not done searching the first floor yet. But so far so good. Wegen des Plans, mit dem Boot. Geht's deinem Bein besser? Wegen dieses Hauses. Tja, erstmal nach dem Bein fragen, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Omid ist so am. Ja, bereits auf dem Weg zum Übergang. Wenn ich das mal so nennen darf. How's that couch treating you, Omid? Leg feeling better yet? I'm all right. Warum glaube ich dir das nicht? Warum glaube ich dir das nicht? Aha. Du lügst doch. Du redest das doch schön. Hast du Angst, dass ich dir eine Kugel in den Kopf falle oder der Kenny? Der wird das ja sofort machen. Kannst du froh sein, dass Larry Leckstein immer noch in oder vielleicht schon wieder in Salt Lake City ist? Salt Lake City. Weil, der wird dir bestimmt gleich die Schaufel überziehen oder dir eine Kugel verpassen. Weil hier gibt's ja keine Klimaanlagen. Hab auf jeden Fall noch keine gesehen. What do you guys think about this plan of Kinney's? The guy's losing it. Look, Lee, I know he's your friend and all, but you need to be careful. That man is on the edge, and I don't know if I want to be around when he goes over it. Kinney's solid. He's just been through a lot, that's all. I hope you're right. For all our sakes. Finding this house was a hell of a stroke of luck. I like it a lot better when we know for sure it's safe. I'll make sure. But right now it feels like just the break we needed. Maybe our luck's starting to turn around. I'd like to believe that.
Really, I would. Sit tight. I'll keep checking the first floor to make sure it's safe. Thanks, Lee. Ja, so langsam wird das was. Doch, ich sehe schon. Ja, ja, Christa, ich sehe schon. Der macht's ja wahrscheinlich nicht mehr lange, da wird hier ein Plätzchen auf dem Sofa frei. Ja, 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 jetzt brauche ich irgendwie noch durch diese... Da hinten gibt's noch eine Tür, dann rede ich noch schnell mit ihr. Holding up okay? I hope this house is safe. Have you checked all the rooms to make sure? Noch nicht. No, but I'll take care of it. Ja, mache ich jetzt. Okay. Ich sehe schon, die wollen, dass ich jetzt hier gucken gehe. Das mache ich jetzt auch. Damit sich hier alle wieder mal kurz mal sicher fühlen können. Geh doch mal rein. Ja, Knarre ziehen ist vielleicht besser. Oh oh, hört ihr's? Oh oh. Mal gucken. Jesus! Hey! Okay. Das ist nicht so tragisch. What happened? It's nothing. Just nothing. Well, place ain't got much. We should be okay here for a while. At least until it quiets down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? No, just some dog food. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Nur zu, Clem. Wir wollen eine Antwort, Clement. Lass gut sein. Scheiße. Jetzt zwinge ich sie, oder was? It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me, that's not what he wants. He... Lee? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Dann geh ich jetzt mal da hoch, hm? Ich vermute ja, Lilly könnte mal hier gewesen sein. Die hat nämlich ihren Besen vergessen im Schrank. Diese alte Hexe! Verdammt doch eins, echt! So, mal gucken hier. Na gut, Kenny muss ja auch da oben sein, also brauchst du dich. Ja, genau. Lass mal hin hier, das wird schon gar nicht so schlimm sein. Kenny? Hm? Was ist los? Was sieht der da? Kenny! You okay, man? Hört ihr das auch? Fliegen, Insekten! Oh, Jesus! What the hell is that? Oh my God. Der Junge da auf dem Foto. Oh nein. Kinda looks like Duck, don't he? Ja, allerdings. It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. Ah, scheiße. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Du schaffst das. Ich kümmere mich drum, lass ihn sein. Ja, ich mach das, komm. I can't ask you to do this. Das kann man nicht, das kann man dir nicht zumuten, verdammt. Like I did before. Are you sure? Ich kann doch nicht rumballern hier. I guess we'll find out. Ah, jetzt muss ich hier rumballern, oder was? Ah, Mensch, das ist so scheiße wieder. Das ist doch der Junge auf dem Foto, habe ich euch doch gezeigt vorher. Ach, ich kann ihm die Waffe geben. Sehe ich das richtig? Oder die Waffe? Nein, ich habe ja eine. Das wird wohl so gemeint. Okay. Anschauen, Zombie. Dann schau doch mal. Ah, oh, Mensch, Mensch, Mensch. Poor kid. Must have tried to hide out up here until he starved to death. Oh, this could have been Clementine, if I hadn't found her when I did.
Ach ja, stimmt ja. Die werde in dem scheiß Baumhaus werde ich verhungern. Und ich kann nicht schießen, ich muss den zu Tode kloppen. Das ist doch scheiße hier. Schießen, eins, was ist... Ah, okay. Schießen, kloppen und treten. Nein, das kann ich nicht treten, geht gerade mal gar nicht, ey. Das ist ja voll übel. Schaut euch den an, der ist knochendür. Ha, Mann, oh Mann, oh Mann, was ihr wieder hier... Das ist doch kacke. Aber der wird hier noch ewig rum. Ah, Mensch, dein Schießen werde ich nicht, auch wenn das wahrscheinlich am einfachsten wäre. Ah, Mensch, also komm, hau drauf, aber mach schnell. Bitte mach schnell. Das ist doch scheiße hier. Kenny, gehst du besser nach unten? Geh doch nach unten, das ist schlauer. I'm sorry. We should bury him. I'll take care of it. Das heben wir nicht umsonst aus da. Ich wusste, dass da irgendjemand reingelegt werden soll, früher oder später. Ich dachte eigentlich, es wäre Theomid, aber... Ist ja noch schlimmer, Mensch, überall... Es liegt da bei seinem Hund. Wer sieht da? Oh, Mann, oh Mann, oh Ben nicht. Der ist einfach davon gerannt. Chuck will uns immer noch. Was ist mit Chuck, verdammt? Na, macht er das ganz sachte. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Ganz vorsichtig schaufeln hier. Wow. Wow. Ach, hey! Schon, hey! Ich dachte schon, das ist wieder... Der kommt jetzt... Ich mach dich kalt, bleib uns mal. Wer bist Who du? Who are you? What the hell do you want ich from schreie, us? Lee, nicht so laut. Lee, what's going on? Nicht so laut. Nichts, nur ein streunender Hund. Jemand hat es beobachtet, ja. Saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? Das war, ja, logisch, no, was denn too sonst? Fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Genau, das war ein Mann.
ist gut möglich, das mit dem Funkgerät. Ist ganz gut möglich. Kenny? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. We're moving out. We only checked the house to make sure it's secure. We didn't really toss the place. We're low on food, water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. Well, you search it if you wanna. I'm done with this house. We came to this city to find a boat, and that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place one more. I said I'm done with this house! Ist klar, warum der so reagiert. Ihr bestimmt auch, oder? Warum der jetzt plötzlich so auftritt, wieder so rumschreit. We can do both. Ben, you take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Wir können jetzt nicht bei Bier und Hilf. Keine Ahnung. Wieder keine richtige Option. Ich hätte am liebsten. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, ich hätte sie nämlich mitgenommen. Let's go see if Omid needs anything. Ich hätte sie jetzt mitgenommen. Ich habe Angst, dass ich die allein lasse. Leave me on the bench here? Nicht so ungut, Ben, aber bleib und beschütze Clementine. Pass auf Omid auf. Worried about Omid. Das kriegst du ja nicht gebacken. I need you to stay here. Keep an eye on him. He's got Krista for that. If it comes down to it, I can't rely on Krista to do what has to be done. Not with Clementine in the same house. You understand what I'm saying? Yeah. You can count on me. Good. Ich weiß nicht. Ich will die nicht allein da lassen. Ich trau dem nicht. Und Krista wird Omid nicht erschießen, wenn es soweit ist. Das könnt ihr vergessen. Ah, das ist alles hier. Habt ihr auch gesehen, ist auch plötzlich so neblig hier. Ganz jeder Sturm. Weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Aber, oh, infiziert steht da oben. Ah, und da seht ihr die Schilder immer an den Türen. Die sind vom Militär. Die haben sie bei der Überschwemmung haben sie die auch gemacht. Bei Katrina, im Sturm Katrina, hat man das auch gesehen. Ich zeige euch, vielleicht kann ich euch mal eins zeigen dann. Da hinten, da links von seiner Schulter, rechts von seiner Schulter, hat man eins gesehen. Vielleicht kann ich mal zeigen, was das eigentlich bedeuten soll. Oh, seht ihr das Zeichen neben dem Stoppschild? Hier, da jetzt sieht man es gut. Willst du reden, glaubst du, im Haus sind sie in Sicherheit? Halt auch schon nach Chuck, genau. Hat es jetzt gemacht? Ah, das geht immer so schnell, man kann kaum lesen, was da steht. Ich will euch doch vorlesen, was da aus dem Fall wäre. Fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Ich habe langsam das Gefühl, die benutzen die Glocken für, genau, für diesen Zweck. What in the hell is going on? Jetzt sieht man es auch, aber jetzt interessiert es nicht mehr. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Also, vielleicht tut uns da jemand einen Gefallen. Genau, vielleicht will uns jemand ablenken, keine Ahnung. Doch, vielleicht tut uns da jemand Gefallen. Die gehen nämlich vorbei. Might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for him. Good one. Genau, sehr witzig. Let's keep moving. Ja, genau. Verschwinden wir hier. Ist wieder leise sein angesagt. Hier ist besser, wir sind leise. Genau, er hat gelernt von Krista, seht ihr's? Still nothing moving behind us. I think we're... Er hat gelernt. Hat oh my god. Der gute Lee. Oh, ich wusste, dass das nix wird mit dem Boot. There's gotta be a boat. There's gotta be. Ich glaube nicht Zeit für einen Plan B. Lass uns einfach zurückgehen. Zeit für Plan B, wie es aussieht. Sure about that? Doesn't look like it to me.
maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Screw you. I ain't giving up that easy. Kenny, ich konnte nichts anderes wählen. Ich hätte auch noch ein Boot gesucht. Schließlich bin ich jetzt extra hergefahren. Aber es gibt keine Optionen, um ein Boot zu suchen, Mensch. Kackt der mich wieder an. Ist das dein Boot, Kenny? Oh, das ist ja, da ist ja der Pfahl durchs Boot durch. Was, im Ernst? Ich hoffe, du hast recht, das Boot ist im Arsch. Kenny, get a grip. This boat is totally fucked. Oh yeah? Know a lot about boats, do you? Tell you what. If I ever need an expert opinion on American history, I'll be sure to ask. But how about you leave the nautical shit to me? Ja, okay, dann wenn du das reparieren kannst, soll's mir recht sein. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Staune. Habt ihr es gesehen? Da vielleicht kann ich das schnell zeigen. Ah, hier, also hier auf jeden Fall so ein Pfeiler geht hier unten. Man kann es leider nicht zeigen. Ich kann, also in dieser Perspektive kann ich es nicht zeigen. Hier geht eins mitten durch den Rumpf. Also da habe ich schon ein bisschen Zweifel, ob er das hinkriegt. Aber gut, er ist hier der Fischer und so. I'll just have a look around, okay? Ach, der ist schon nicht mehr ansprechbar. Der ist schon am, wie soll ich sagen, gedanklich am Reparieren. Hier, ansehen, Truck. Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. Da wollte schon jemand abhauen, damit wie es aussieht. Seht ihr es? Jetzt sieht man's. Der Pfahl geht nicht durch. Nicht gut. Also nicht sehr vertrauenserweckend. Aber vielleicht können wir mit dem Truck da das Teil dann rausziehen und reparieren und wieder reinmachen. Irgendwo anders halt. Keine Ahnung. Ja, und ich soll hier beim Fernrohr. Seht ihr es? Oh, was ist denn das da drin? Seht ihr da? Der bewegt sich auch noch. Habt ihr es gesehen? Da ja, die leben. Also leben ist ja zu viel gesagt, aber... Ja. Oh. Schaut euch das an. Keep out. Not exactly. Go away. Fuck, fuck, fuck. Also ich gehe mal ein bisschen näher, aber jetzt sind es vielleicht nur die Münzen von diese 60 Cent von Larry Leckstein. Vielleicht doch noch nützlich. Weil das braucht doch bestimmt Münzen hier. Das kenne ich doch, diese Teile. Gibt's auf dem Eiffelturm. Ja, genau. Great. Needs a quarter to work. Ja. Ich habe zwei Stück, das weiß ich. Wieso hast du die jetzt nicht mehr? Kann ich draufhauen, dann ist es kaputt. Nee, nee, nee. Ich hatte doch zwei. Und sogar eine 10 Cent und zwei, fünf, also zwei Quarter hatte ich doch. Wo hast du denn hier? Aha. Jetzt hat er gesehen. Habt ihr gesehen, wie der geguckt hat? Der hat sich irgendwo, wo ein Schleckstängel hat der gekauft mit dem Kram. Deswegen hat er die nicht mehr. Ach, Lee. Ja gut, ich verstehe es ja. Ich hätte auch Hunger nach so langer Zeit. What the fuck? What is this meant to be? Some kind of warning? Or do something like this? Das ist... Ich soll nicht... Da. Hat auch schon besser ausgesehen, glaube ich. Jetzt kann ich auf die noch ballern. Ja, so weit kommt's noch. Das ist nicht, das soll eine Warnung sein. Das ist eine ganz deutliche Warnung, wenn ihr mich fragt. Ganz deutlich. Ich gebe erstmal, das mache ich ganz zum Schluss, weil hier gibt's bestimmt. Ah, da ist auch noch eine. Ah, da sind gleich zwei auf dem gleichen Pfahl. Seht ihr das? Da. Haben sie zwei. Spießchen gibt's hier. Knusperlockenspießchen. Ah, aber die sollte man vielleicht erstmal zu Tode kloppen, bevor man die grilliert. Ah, jetzt kann ich es vielleicht zeigen. Genau, da hat es auch so eine Tür. Aber erstmal gucken, vielleicht finde ich hier noch was. Vorher, genau, da war doch noch was an der Wand. Ist nochmal hier rüber. Da ist auch noch was. Vielleicht kriege ich da Münzen raus, wer weiß. So. Ach, jetzt läuft er wieder zurück. Okay, dann halt. Ansehen, Bretter. Gucken, was da zu sehen gibt. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. Okay. Wie weit kann ich hier zurück? Ah, geh mal nicht zu weit weg.
will. Ich will ja eigentlich was anderes machen. Ach, jetzt kommt er da nicht wieder. Denn er kann ja nicht springen, seht ihr? Da hängt er dann. Also nicht mal eine 20 cm Kante kriegt er hin. Ach Lee, das ist wirklich tragisch. Da mache ich mir Sorgen um deine... Wenn du mal älter wirst, wie soll das werden? Zeitungsautomat. Looks like it's still intact. Ja, aber nicht mehr lange. Ich habe nämlich so ein Kloppteil dabei. Groß und schwer und schön, oder was? Wobei, jetzt ist ja nur noch in Universal. Ja, da kloppt halt kaputt. Da hat doch bestimmt Münzen drin. Oh, nicht so laut. Aha, wusste ich doch. Auf die Zeitungen pfeife ich, aber ich habe die Münze. Genau. Das wusste ich doch, dass hier was ist. Gas siphoned, tires removed, engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Hat jemand irgendwie Teile gebraucht, so wie es aussieht? Ist das Straße? Da komme ich aber nachher nochmal zurück. Ich will jetzt erstmal gucken, da gab es nämlich auch noch was. Da war doch auch noch, genau. Zeitungsstand. Vielleicht kann ich da was rausholen. Might be a good place to look for some change. Ich brauche ja, glaube ich, 2 Quarter, wenn ich das richtig hier. Vielleicht ist was noch drin. Braucht ja keiner mehr Geld mittlerweile. It's an old cash register. Not much use these days. Ich brauche ja nur die Münze für das blöde Fernrohr. Da ist auch noch was. Da habe ich, glaube ich, schon geguckt. Da auch. Aber da ist leider nichts drin. Aber das wäre wahrscheinlich ein zarter Hinweis gewesen, dass ich nach Geld suche. Falls ich das wieder vergessen hätte oder so. Must have taken weeks to board up all these windows. Aha. So, da kann ich euch mal die... die sind sogar markiert, die Markierungen. Schaut mal. What the hell are these markings? They're all over the place. Also. Und zwar, wie war das nochmal? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der im Einzelnen bedeutet, aber ich weiß, ein paar Sachen davon weiß ich noch. Also, nach dem Sturm Katrina, hat man das auch an den Türen gemacht. Und zwar ist das die Nationalgarde zum Beispiel, macht das. Das bedeutet zum Beispiel, zwei Lebende, ein Toter, nein, das sind wahrscheinlich die Toten. Also ein Toter, zwei oder zwei Verletzte, ein Lebender. Und was das jetzt wahrscheinlich ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaube ich, wo sie hingebracht haben. Da gibt es dann so Kürzel. Aber es wäre nett, wenn jemand das genau weiß, wenn er es in die Kommentare schreibt. Weil das würde mich jetzt wirklich interessieren, was das im Einzelnen bedeutet. Und die sind auch die sind universell, also das bedeutet auch immer das Gleiche. Von dem her, wenn es jemand weiß, wäre es nett, wenn er es reinschreibt. Ich glaube wirklich unten ist, da wurde das jetzt, man sieht sogar schwarz eingekreist. Ich glaube, einen Toten haben sie da drin gefunden. Vielleicht bedeutet das hier auch einen Walker und zwei Lebende oder irgendwie sowas. Gucken, wie das jetzt hier wieder zu verstehen ist. Auf jeden Fall, darum geht's, was in dem Haus zu finden war. Vom Militär. Kann ich in die Gasse rein? Ja, da gehe ich aber nachher hin. Da ist nochmal. Could be military tag. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Vielleicht sagt er es uns noch. Das wäre natürlich cool. Dann könnt ihr es euch auch schenken. Wenn er es dann vielleicht von selber rauskriegt. Ich muss gucken, dass ich da nicht zu nah rangehe wahrscheinlich, oder? Using walkers like scarecrows. What sick bastard did this? Zur Abschreckung. Ja, ist ja auch abschreckend. Also hat ja auch funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Habe ich da schon geguckt? Ah, da kommt jetzt der andere wieder. This barricade does a good job of making me not want to go any further. Ich auch. Ich werde dich da auch nicht reinschicken. Keine Sorge. Ich werde ja ganz sicher nicht rumballern hier, also. Oh, da geht's wieder nicht weiter für den guten Lieber. Der kann ja nicht hüppen. So, gibt's hier hinten eigentlich nichts. Stay out, stay out, stay out. Also, deutlicher kann man nichts schreiben. Ich wollte gerade sagen, nein, man hat's geschrieben. So, jetzt geht das bestimmt. Ich könnte ja mal draufhauen, aber dann ist es wahrscheinlich kaputt, da sehe ich gar nichts mehr. Ah, ich wollte doch die Münze rein. Fuck! Oh, was ist jetzt los? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? Jetzt sieht das auch. Jetzt sieht das auch. What the hell is that? A fate worse than death. Also üble Idee auf jeden Fall, echt. Wäre ziemlich kranke Idee. So, lass mich. Ah, hier ist was. Na, mal gucken. Abandoned, like every other place in this city. Das ist irgendwas, was eine Uni oder ein Spital oder irgend sowas muss das sein. Schaut euch das mal an hier.
Das ist doch irgendwie so, das ist doch so ein Staatsgebäude. Irgendwas, was offiziell ist auf jeden Fall. Aha, was ist das hier? Flussabwärts ist das. No sign of any boots down there. Das wäre natürlich cool, wenn ich hier ein Boot entdecken könnte. Mal gucken hier. Ah, hier ist auch ein Steg. Anlegestelle. No boats. Jo, ich seh's. Ah, hier ist ein Boot. Oder ein abgesoffenes zwar, aber das könnte man vielleicht heben. Anscheinend. Ah, da ist auch noch ein Boot. Das ist gut. Ein gesunkenes Boot. Ah, sowas Dummes. Aber ich hab's ja Kenny gleich gesagt, dass das nichts wird. Der Kahn, der war derartig hinüber. Aber gut, er ist der Bootsmensch. Also ich habe ja vom Boot wirklich keine Ahnung. Da kann ich jetzt echt nicht mitreden. Meine einzige Erfahrung beschränkt sich auf eine wer ist das? What the hell? Wer ist das? Spider-Man! Get down! Get down! Ja, Spider-Man kommt! Der Spinnenmann! Der braucht eine Zeitung! Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Yeah. Could be our bell ringer. How about we go find out? Möglich? Vielleicht ist es ein Plünderer. Das ist doch mal ein Plan. Wir wollen kein Dorf. Das ist doch mal ein Plan. Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. Yeah. Aber nicht töten, Kate. Nein, Kenny, nicht töten. Just wanna talk to genau. This guy. Der will immer gleich alle killen. Er ist langsam drauf wie Larry Leckstein, echt. Lecksteins wollten auch immer alle töten. So, aha, okay, ich soll mich von hinten soll ich mir anschleichen. Das mache ich doch jetzt mal. Hoffentlich kriege ich nicht diesen. Die hat doch so einen Eispickler, die hoffentlich kriege ich den jetzt nicht in Schädel. Jetzt kann. Ah, jetzt hat sie mich entdeckt, glaube ich. Was ist das? Die Spinne hat mich entdeckt. Die hat auch so eine Figur, also darum habe ich wahrscheinlich, ich habe sie gesagt. Ich dachte, die hat auch so eine Figur, das ist, glaube ich, eine Frau. Was denkt ihr denn? Also ich dachte, das ist eine Frau. Das ist gar nicht Spider-Man, das ist Spider-Woman, könnte das sein. Oh, Mann, langsam. Okay, mal gucken, jetzt kriege ich wahrscheinlich eins übergezogen. What the? Ah, Scheiße! Nicht hauen! Ah, Scheiße! Da war ich jetzt zu langsam. Ich wollte aber eigentlich auch gar nicht hauen, aber jetzt killt die mich. Das ist eine Frau! No! Clem? Please, don't hurt him! Scheint ja noch nicht ganz, wie soll ich sagen, verroht zu sein. Sonst hätte sie uns zugeschlagen. I'm not from Crawford. Sind wir nicht? Nein, aus Macon kommen wir. Wusste ich doch, dass das eine Frau ist. Ui! Du bist nicht der Typ mit dem Funkgerät. Bist du uns gefolgt? Have you been following us? Wirklich, wer following ist? You? Weiß nicht. Bist du der Glöckner? Die Glöcknerin vielmehr? Quasimodo? Kenn ich nicht! Kenny, don't! Nein, 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 nein! Ah, nein! No, he's with us! Ah, wir haben es hingekriegt, dass die sich nicht alle gekillt. Sie mich nicht und sie ihn nicht. Bin ich ja froh, echt? Ich dachte schon, wer der hier gibt, wieder Tote! Who the hell are you people? Wir sind nicht so schlimm, wie wir aussehen. Kenny, zurück, ich hab zuerst gefragt, beruhigt euch, genau. Everyone, dreht just calm jetzt nicht down. Durch. Calm down, once she tells me who the fuck she is. Back off, asshole. Oh. The name's Molly. Okay. Holy moly! I'm Lee. This is Kenny. Das ist holy moly! I'm not looking for any trouble. Hi. Die heilige Molly. Die hat bestimmt die Glöcknerin. You guys really aren't from Crawford, are you? Nope. Was ist Crawford? Ich komme aus Macon. No, I'm from Macon. Kenny here's from Florida. She didn't ask for our life stories, Lee. What's the deal with this Crawford place? You sure you want to know?
schon gern, ja? Ich dachte, wir wären in Savannah, als sind wir When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Oh, scheiße. Warum keine Kinder? Wer hat die Glocken geläutet? Warst du das an unserem hinteren Zaun? Is that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Warum keine Kinder? Clem, pass mal. Erstmal, was... What do you mean? No children? Fragen. Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. Allerdings. Was hat Crawford ihnen angetan, aber trotzdem Kinder? Still, children. Das gibt's doch nicht. You're not seeing me. Das gibt's doch nicht. In God's name, why? No one stays in Crawford unless they can pull their own weight. Otherwise, you're just another mouth to feed, another drain on their precious resources. What does that mean, pull their own weight? Oh, it just means being able to help out, like you do all the time. Genau. Doesn't sound like any kind of way to live to me. Couldn't agree more. Nicht, dass die noch meint, sie wäre überflüssig. Die ist... Nein, 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 nein. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Das Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Crawford, ich dachte erst, das wäre ein Ort. Das scheint irgendwie eine Person zu sein. Nein, Clem, nein, nein, nein. Du musst jetzt... Mach dir jetzt keine Gedanken. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. Ich dachte, I knew it! Lee, I knew she was the one who'd been following us! Fucking with us! Er hat Get uns that geholfen. Finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass! I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Ja, aber die wollen Pfosten besichtigen. Wir suchen ein Boot, wir suchen uns Überlebensmittel. Ah, ich kann gar nicht lesen. Es geht so schnell. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron! You want to keep your voice down? Jetzt spielt's keine Rolle. Hat eh schon geschossen. Spielt keine Shit. Rolle mehr. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before. Ah. Great. Just great. Ja, super. Ganz toll. Isn't that the way we came? Fuck. The gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mark, is there a... Ich denke, wir werden ja mal nachgehen. Ah, da können wir nicht hoch. Lee kann ja nicht springen. Willst du uns einfach alleine lassen? Ich wollte schreien, aber... Hey, you can't just leave us here. Really? Watch. Die haut jetzt ab. No, please. Please don't leave us. Moly. Holy moly, mach das nicht. Bleib. Come on, make it fast. Super. Ich dachte schon, die hat doch ein Herz gehabt vorher. Die hat ihn ja nicht getötet. Oh, fuck me. Come on, hurry! Ich bin des Todes, ich kann ja nicht springen! Ich krieg
kommen nicht mal 20 cm Randstein hoch. Scheiße, schnell. Nein. Ah, fuck, ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Ah, fuck, 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 fuck. Weg, 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 weg. Jetzt läuft er da, rennt noch einmal. Ich... Wer macht, dass du wegkommst? Lee, jetzt renn doch. Ah, Lee! Was mache ich denn jetzt? Come on, Lee! Get your ass out of there! Ah, hier, hier rein, ja genau, runter! Can't get it open! Scheiße! Here, use that to pry it open! Okay, okay, komm, 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 komm! Mach hin, die sind gleich da! Mach hin, ja, Mensch! Mensch, 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 die stehen ja schon hinter mir! Scheiße! Oh, da, 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 fuck! Hey. Boah, das war knapp! Ah. Fuck! Jetzt fangen die ja nur dazu fliegen hier, die Biester! Scheiße, fällt mir auf den Kopf, das Biest! Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Evil. Shit. Wisst ihr, ich habe aber gesehen, ich muss hier schneiden. Ich habe schon wieder überzogen vor lauter Spannung hier. Ja, ihr habt's gesehen. Ich werde mal kurze Rückschau machen in der nächsten Folge und sage euch an diesem Punkt mal Tschüss. Ja, wie gesagt, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Ah, ich würde ja schon gern noch gucken hier. So ein bisschen wenigstens, Mensch. Jetzt muss ich da runter. Muss ich da runter wohl. Was ist denn hier noch? Ah, hau doch mal ab, du Scheiße. Ich kann immer zurück. Dachte, ich könnte vielleicht wieder hoch, aber nein, keine Chance. Okay, also ich werde das nächstes Mal machen. Und ja, wenn ihr mögt, dann seid doch wieder dabei. Und sonst eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss.